Der vorerst letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, Andreas Hanger von der ÖVP. Zur Novelle der Gewerbeordnung betreffend des Rauchfanggewerbes ist ja alles schon gesagt. Möchte daher meinen Debattenbeitrag dazu nutzen, einen Praxisbeitrag einzubringen. Wenn ich so diese Debatten Revue passieren lasse im Wirtschaftsausschuss, auch hier im Hohen Haus, insbesondere von den Oppositionsparteien, von meinem Köchl, von den Neos, von den Freiheitlingen, dann hat man den Eindruck manchmal, wir haben zwei Probleme am Wirtschaftsstandort Österreich. Das ist die Wirtschaftskammer und das ist die Gewerbeordnung. Ich darf Ihnen aus Praxissicht einmal berichten, wie es Ihnen geht, wenn man da mitten im Leben steht und wenn man diese Institutionen braucht. Ich bin Geschäftsführer einer interkommunalen Gesellschaft, Eigentümer sind 17 Gemeinden, mache das auch ehrenamtlich, das betone ich immer wieder. Wir bereiten uns gerade intensiv vor auf die Landesausstellung 2015, wir schließen dort das Gewerbegebiet und haben vor kurzem entschieden, im Rahmen der Landesausstellung wollen wir auch ein kleines Café betreiben. Das heißt, diese Gesellschaft braucht eine Gewerbeberechtigung. Ich gehe zur Wirtschaftskammer. Lass mich dort beraten. Dieses Gespräch hat in etwa 5 Minuten gedauert. Die Dame dort hat mir sogar noch die Formulare ausgefüllt und ich bin dort bestens beraten worden. Mit diesen Unterlagen gehe ich dann zur Gewerbebehörde. Die Dame bei der Gewerbebehörde berät mich bestens. Das Gespräch dauert 5 Minuten. Sie berät mich auch noch über die Risiken, die ich eingehe. Das heißt, die Praxis bei diesem Thema bei der Wirtschaftskammer und bei der Gewerbebehörde ist die, dass das in 10 Minuten erledigt war. Ich habe mich bestens betreut gefühlt und deshalb komme ich schon auch zu dem Schluss, dass die Wirtschaftskammer und auch die Gewerbebehörde bestens arbeiten und vieles funktioniert auch sehr, sehr gut in Österreich. Danke sehr.